Fis, die Note. Fis. Na, warte. Das wieder sein. Reibkopf. Geh, sowas gibt's doch gar nicht. Doch, das ist ein Begriff aus der Bremstechnik. Reibköpfe, die sitzen an den Anhänger, Zugstangen. Ah, Wahnsinn, das kann jeder behaupten. Aber mir hilft's. Vielen Dank. W. O. Was sagst du nun? Ja, jetzt sitze ich zunächst mal da. Ja, Strafe muss sein. Ich kann überhaupt nichts mehr machen. Nimm dir halt noch ein paar Steine. Ich hab doch schon 8. Du musst dich eben ein bisschen mehr anstrengen. Gehst du mal ran. Ja. Aber schummle nicht. Ich doch nicht. Bernhard? Ach du! Vati ist dran. Ganz prima, wir spielen Skrabble. Erzähl mal, wie du mich immer reinlegst. Oh, Großvater verliert wieder mal. Wann wollt ihr denn losfahren? Ach, da müsst ihr aber schon ganz schön früh aufstehen. Wenn das Wetter so bleibt, dann gehe ich morgen früh baden. Ich kenne da so ein paar Typen noch vom letzten Jahr. Naja. Willst du mit Großvater sprechen? Komm her. Erholt euch gut. Und bringt mir was mit. Oh, eine schicke Handtasche. Dunkelrot. Braun. Braun. Ja, und grüß Mutti. Gute Fahrt. Servus, Vati. Soll ich dir noch ein Bier aufholen? Sei so lieb, gell? Hallo, Gott. Danke, wir vertragen uns großartig. Endlich mal wieder ein bisschen Leben im Haus. Ich bin richtig froh. Macht euch keine Sorgen. Wir haben ja eure Adresse. Gott, ich muss Schluss machen. Es hat gerade geklingelt. Keine Ahnung. Also, fahr schön vorsichtig und grüß Thea. Mach's gut, Junge. Ja. Wer ist denn da? Entschuldigung, gehört Ihnen die Tankstelle? Ja. Ihre Münzsäule funktioniert nicht. Haben Sie denn was eingeworfen? Das kann er gar nicht. Die Münzschlitze sind total verbogen. Da hat jemand rumgefummelt. Das kann doch nicht. Moment mal. Wenn wir in Urlaub fahren, dann regnet es. Aber wenn wir erstmal in Italien sind. Mittagessen werden wir in Verona. Können wir uns nachher noch die Arena anschauen. Ja, einverstanden. Hast du eigentlich Frau Meisel die Wohnungsschlüssel gegeben? Nee, warum? Damit sie deine Blumen gießen kann. Ach du meine Güte. Das habe ich total vergessen. Wir müssen Andrea anrufen, damit sie ihr die Schlüssel bringt. Da wird sie wenig Freude haben. Hier ist Bayern 3, die Servicewelle von Radio München. Achtung, eine Durchsage. Herr Kurt Bernhardt und Frau. Unterwegs nach Verona. Das sind ja wir. Mobilkennzeichen ZH 262. Das ist ja unser Magen. Herr Mann, ruhig. Wiederholen. Herr Kurt Bernhardt. Was kann da passiert sein? Ist da was passiert? Ich fahre in die Raststätte und telefoniere. Meinst du, es was mit Andrea? Ich weiß auch nicht mehr als du. MZH. Reibkopf? Was ist denn das? Keine Ahnung. Soll ich? Nein, ich mach schon.
Ja? Köster? Köster ist mein Name. Nein, nein, Sie sind schon richtig. Nein, es geht leider nicht. Sie können nicht sprechen, nein. Nein, Ihre Tochter auch nicht. Das kann ich Ihnen am Telefon nicht erklären. Was heißt das? Wer sind Sie überhaupt? Was machen Sie denn im Haus meines Vaters? Hören Sie, ich will jetzt endlich... Frag doch mal, was mit Andrea ist. Er sagt ja nichts. Wo sind Sie jetzt? Bitte kommen Sie her, ich warte hier auf Sie, ja? Ich bin von der Kriminalpolizei. Was? Die Kriminalpolizei ist... Oh Gott. Ja, entschuldigen Sie, ich kann es Ihnen nicht am Telefon erklären. Bitte kommen Sie her, ja, ich warte auf Sie. Gerd? Ja? In etwa 2 Stunden wird der Sohn und die Schwiegertochter hier sein. Du nimmst ihn aus in Empfang, ja? Ja. Martin, ich brauche jetzt die beiden Nachbarn und den Tankstellengehilfen. Nein, sie erst den Tankstellengehilfen. Nein, du warte, ich gehe selbst raus zu dem. Na, erzählen Sie doch mal. Was hatte denn die Tankstelle so für Einnahmen? Na, schauen Sie, ich habe doch hier zu tun. Und außerdem bin ich nicht an der Kasse gesessen. Na ja, aber Sie haben doch einen gewissen Überblick. Sie wissen doch, was hier getankt wird. Ja, hier ist doch die Straße nach Tölz. Der Ferienverkehr und außerdem gehört ja auch noch die Werkstatt dazu. Also volle Kasse jeden Abend, nicht? Kann schon sein. Aber die Tageseinnahmen, die kamen erst am nächsten Tag zur Bank, nicht? Der Chef behielt die Kasse nachts im Haus. Das glaube ich auch. Seit wann waren das Mädchen hier, die Enkeltochter? Seit einer Woche, anderthalb Wochen. Haben Sie da irgendwas beobachtet? Gestern oder vorgestern? Die Tage davor? Doch, beobachten tut man vieles. Ja? Na und zum Beispiel? Ja? Na, servus. Heimann, würden Sie bitte einen Moment warten. Ich will zu meinem Vater. Herr Köster möchte erst mit Ihnen sprechen. Was soll das? Wer ist Herr Köster? Warten Sie bitte. Seien Sie doch vernünftig. Was ist denn das? Herr Bernhard. Ja? Mein Name ist Köster. Wo ist mein Vater oder meine Tochter? Herr Bernhard, kommen Sie bitte erst mal rein, ja? Der Tod. Ich bin von der Mordkommission, Herr Bernhard. Mein Gott. Und Andrea? Sie ist verletzt. Wir haben sie in ein Krankenhaus gebracht. Wie sehr verletzt? Das wissen wir noch nicht. Wir haben noch keine Nachricht. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Wie ist das passiert? Wollen wir darüber nicht später sprechen? Nein, jetzt. Bitte. Also die Täter sind vermutlich zwischen 22 Uhr und 23 Uhr ins Haus gekommen. Wahrscheinlich sind geöffnet worden. Spuren eines gewaltsamen Eindringens haben wir nicht festgestellt. Als wir kamen, lag ihr Vater hier und ihre Tochter hier. Und im Keller war der Tresor offen. Die Kassette mit den Tageseinnahmen, die war verschwunden. Entdeckt worden ist die Tat heute Morgen von einem Nachbarn. Wie ist mein Vater denn umgekommen? Durch 2 Pistolenschüsse. Fusionsplan?
Evalose, Aminosäuren, Elektrolyte. Und Corticoide, 4x8 Milligramm. Die Eltern sind da. Moment. Wie alt? 17. Naja. Kann reinkommen. Wie geht es ihr? Wir haben gleich operiert. Vorläufig wird sie nicht ansprechbar sein. Hört sie mich nicht? Nein, ich glaube nicht. Ist das sehr ernst? Gehirnverletzungen müssen immer ernst genommen werden. Aber sie hat eine sehr gute Konstitution. Wir tun alles für sie. Ich rede da nicht, um Ihnen einen Gefallen zu tun. Ja, das ist uns klar. Ich rede, was mein Chef erwischt hat. Ja, also, am Montag, 3 Tage vor dem Mord, hielt ein Wagen vor der Tankstelle. Ja, war so ein VW-Variant, ein Kombi. Dunkelblau, da drüben war der. Ja, und weiter? Einer ist ausgestiegen, hat sich den Reifendruckmesser geholt und dann ist er zum Haus vom Chef spaziert und hat sich da immer umgesehen. Und wo waren Sie? Ja, und? Ich war drin im Kassenraum und später, als die wegfuhren, bin ich da herausgestanden. 2 Tage später, am Mittwochabend, da hielt derselbe Wagen wieder drüben auf der anderen Straßenseite, 20 Meter weiter hinten. Die beiden Leute, die saßen wieder drin, ich habe sie sofort erkannt, und haben hier zu dem Haus hingeschaut. Das ist Ihnen sofort aufgefallen? Ja. Warum haben Sie niemand davon erzählt? Erzählen Sie alles, was Ihnen da so auffällt. Vielen Dank. Bitte. Hallo. Was ist denn mit der Belohnung, die für richtige Hinweise ausgespuckt wird? Ich sage mal, wenn wir den jetzt mitnehmen. Sagen Sie, hätten Sie jetzt im Moment Zeit? Warum? Ja, Sie sollten mal in unsere Karteikarte gucken. Vielleicht finden wir die beiden da. Sie bekommen Ihren Verdienstausfall und Ihr Fahrgeld. Geschäft des Jahrhunderts für mich. Das ist aber ein hübsches Schiff. Gehört es Ihnen? Wissen Sie, was so ein Kahn kostet? Ich bin kein Fachmann. Das merkt man. Der Kahn hat schon auf dem Schiffsfriedhof gelegen. Wir haben ihn wieder neu aufgepäppelt. Wer hat das Geld dazu gegeben? Och, keine Ahnung. Wir helfen hier nur. Gehören Sie zum Club? Ach, entschuldigen Sie, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Köster, Kriminalpolizei. Sie sind sicher Herr Lohse, nicht? Und Sie sind Herr Schenk. Ja, und? Ich komme mal zu Ihnen rauf, Herr Schenk. Und Herr Lohse, gehen Sie doch bitte mit meinem Kollegen mit, ja? Arbeitsteilung. Guten Tag. Kommen Sie. Wir setzen uns in den Wagen. Aber wieso denn? Grüß Gott. Sagen Sie, gehört Ihnen das Werftgelände? Schön wär's. Das hat mir mal gehört. Jetzt darf ich noch hier wohnen. Ich hätte mich gerne mal mit Ihnen unterhalten. Aha. Na, gehen wir rein. Ja, bitte. Ist nicht sehr komfortabel bei mir, das sage ich Ihnen gleich. Ach, das macht nichts. Sie kennen die Tankstelle?
Und wir waren nicht nur am Montag da. Sondern? Auch am nächsten und übernächsten Tag. Darf man fragen, was Sie da gemacht haben? A girl. Entschuldigen Sie, ein Mädchen. Na, Englisch können Sie auch. Als wir unseren Reifendruck überprüfen wollten, ist uns ein Mädchen aufgefallen. Die muss da neben der Tankstelle wohnen. Am Dienstag und am Mittwoch waren wir nochmal da. Wir dachten, wir würden sie vielleicht wiedersehen. Würden Sie sie wiedererkennen? Ja, bestimmt. War sie das? Genau. Ja. Das Mädchen ist ermordet worden. Sie war sehr hübsch. Ja, das war sie. Was Besseres kann ich Ihnen nicht bieten. Ich bin hier bloß noch geduldet, wissen Sie? Wie haben Sie uns eigentlich hier draußen gefunden? Wir waren bei Ihren Eltern. Die haben uns erzählt, dass Sie hier in den Ferien Geld verdienen. Was machen Sie eigentlich sonst? Verschiedenes. Ihr Freund war ja früher Kantinenhelfer, nicht? Wo haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Im Knast. Wir haben zusammen gesessen, Diebstahl und so weiter. Und das wissen Sie ja schon lange. Ja, natürlich. Ihnen kann man doch nichts vormachen, nicht wahr? Ach, da fällt mir ein, gestern Donnerstag waren Sie den ganzen Tag hier auf dem Gelände? So ist es. Und am Abend, so zwischen 22 und 23 Uhr auch? Da waren wir auch hier. Wir haben getrunken und Karten gespielt von 8 Uhr abends bis 2 Uhr früh. So genau wissen Sie das. Haben Sie sicher auch einen Zeugen, der das bestätigt? Sicher. Den alten Wondrich. Wer ist denn das? Der Mann da hinten. Der war mal hier der Boss. Jetzt kann er froh sein, wenn Sie ihn hier leben lassen. Der hat auch mitgespielt. Das wird er Ihrem Kollegen bestätigen. Na klar, sicher. Wiedersehen, Herr Schenk. Ja, mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ja, ja. Schon gut. Ich muss ja den Haushalt auflösen. Achso, hol dir einen Schluck. Ja, danke. Herr Bernhard? Ich wollte fragen, wegen der Beerdigung. Wir wollten da alle ganz gern dabei sein. Vielleicht könnte man die Werkstatt und die Tankstelle für einen Tag zusperren. Ja. Ja, das wird schon möglich sein. Ja, und dann wollte ich noch was fragen. Die Leute, die sagen alle, wer wird denn jetzt der neue Chef? Und wissen Sie schon mehr? Ja. Ja. Wird vorläufig der alte Kfz-Meister machen. Aha. Wie Sie meinen? Wie war's bei der Polizei? Ja, die sind schon in der Kartei gestanden. Richtige Kriminelle mit Vorstrafenregister und so. Wann haben Sie eigentlich bei meinem Vater angefangen? Das sind jetzt fünf. Na, fünf Jahre. Aber Sie haben sich doch dauernd in der Folge gehabt! Wieso denn? Wieso denn? Das war. War das ganz normal? Was war das? Nein, der hatte doch eine Pistole. Ja? Warum hat er sich nicht gewehrt? Telefon. Ja. Ja, Bernhard. Bitte. Ja? Ja. Komm.
Es war wirklich nichts mehr zu machen. Die Zerstörung, die Kugel angerichtet hat, waren zu groß. Vor 2 Stunden haben plötzlich Blutungen eingesetzt, die die Gehirntätigkeit beendet haben. Ja, der Köster ist im Labor. Ich lasse ihn gleich holen. Ja. Nehmen Sie doch bitte inzwischen hier Platz. So, wenn Sie sich bitte hier setzen wollen. Er kommt sofort. Herr Bernhard, ich habe das gerade von Ihrer Tochter gehört. Es tut mir sehr leid. Sie wollten mich auf dem Laufenden halten. Ja, das habe ich nicht vergessen. Und was haben Sie erreicht? Wir tun unsere Arbeit. Ich nehme an, Sie wollen wissen, ob wir schon jemand verhaftet haben. Bis jetzt leider noch nicht. Ja, was ist mit den beiden Männern? Die haben in der Tatnacht, 30 Kilometer von der Tankstelle entfernt, Karten gespielt. Und Sie haben einen Zeugen, der das bestätigt. Aber das haben Sie ja mittlerweile alles selbst gelesen. Was soll das für ein Zeuge sein? Ja, das ist ein Mann, der auf einer Werft lebt, die ihm früher gehört hat. Und er ist in Konkurs gegangen. Aber bei uns liegt absolut nichts gegen ihn vor. Und das genügt Ihnen schon, um ihm zu glauben. Herr Bernhard, ich glaube zunächst niemand. Ich halte mich an Tatsachen. Bitte. Ja, wann werden Ihnen endlich genügend Tatsachen bekannt sein? Herr Bernhard, Sie sind Bauingenieur. Sie wissen, dass man nicht bauen kann ohne Material. Entschuldigung. Also, wann? Ich sagte Ihnen, wir tun unsere Arbeit. Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Bernhard. Wie ist denn der hier reingekommen? Er hat im Nebenzimmer gewartet. Ja, unsere Akten sind aber keine Wartezimmerlektüre, Gerd. Das habe ich mir auch schon gedacht. Entschuldigung. Einen alten Mann und ein Kind. Wer konnte so etwas tun? Wäre so gerne mit uns verreist. Warum haben wir sie noch nicht mitgenommen? Das hat doch jetzt keinen Zweck mehr. Was hat überhaupt noch Zweck? Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich jetzt noch weiterleben soll. Es ist alles so, so sinnlos, so. Ein Vater, der immer so anständig und gerecht war. Der keinem etwas getan hat. Warum? Warum?
wollen Sie hier? Sind Sie hier der Besitzer? Nein, ich habe verkauft. Ich habe jetzt eine Tankerflotte. Sonst noch was? Warum helfen Sie diesen Schweinen? Von wem reden Sie denn? Wer ist denn hier ein Schwein? Warum Sie? Haben Sie gesagt, dass die hier gewesen sind in der Nacht, in der es passiert ist? Was sind Sie von der Polizei? Was bekommen Sie für Ihre Lügen? Was sagen Sie mir, was kriegen Sie dafür? Kommen Sie! Sie haben mein Kind umgebracht und meinen Vater. Helfen Sie mir, bitte. Mensch, reden Sie. Ich habe doch alles gesagt. Ich habe die Wahrheit. Ich mach sie fertig. So. So. Wo sind die gewesen, die Schweine? Reden Sie. Lassen Sie mich. Aber die waren nicht hier. Nein. Was war los? Ich weiß nicht, haben nichts erzählt. Aber die haben Ihnen gesagt, dass Sie erzählen sollen, dass Sie hier gewesen sind und mit Ihnen Karten gespielt haben. War das so? Was will der denn hier? Sein Kind und sein Vater, sie sind umgebracht worden. Los, hauen Sie ab, Mann. Verschwinden Sie. Der Wondrich hat seit Jahr und Tag nicht gearbeitet. Plötzlich renoviert er eine Segeljacht. Er kann aber keinen Käufer angeben. Nach Fertigstellung will er Verkaufsanzeigen aufgeben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die beiden jungen Leute, der Schenk und der Lose, das Boot in Auftrag gegeben haben. Zur Finanzierung haben sie vielleicht unter anderem die Tankstelle überfallen. Möglicherweise gehen auch zwei Villeneinbrüche in der näheren Umgebung auf ihr Konto. Ja. Aber das sind Vermutungen. Auch ihre Behauptung, sie hätten die Tankstelle nur besucht, um dort ein Mädchen zu sehen, kann man eigentlich nicht widerlegen. Tatsächlich hat ein Mädchen im Haus neben der Tankstelle Ferien gemacht, die später ermordete, Andrea Bernhard. Schenk und Lose haben sie vielleicht vorher gesehen und nutzen diese Beobachtung jetzt zu ihren Gunsten. Widerlegen können wir es vorläufig nicht. Man muss jetzt feststellen, wie viel Geld der Wondrich in die Yacht investiert hat und woher das Geld kam. Und verfolgen Sie noch andere Spuren? Nein, nichts Brauchbares vorläufig. Dann stehen Sie also so gut wie mit leeren Händen da. Schade. Aber vielleicht habe ich etwas für Sie. Sicher nichts Angenehmes. Fräulein Selle? Herr Kriminalrat? Sie wissen schon. Und, wie geht's sonst? Gesundheitlich, meine ich? Rheumatismus, aber sonst geht's gut. Warum gehen Sie nicht mal zum Arzt? Ach, war ich doch schon oft. Ich habe gerade eine Zahnbehandlung am Hals. Äußerst unangenehm. Ja, dürfte ich aber keine Salzstangen essen. Herein. Ich brauche die Herren ja wohl nicht mehr miteinander bekannt zu machen. Nein. Guten Abend, Herr Bernhard. Guten Abend. Herr Bernhard war heute Nachmittag auf dem Werftgelände. Der Besitzer der Werft hat zugegeben, dass die beiden Männer in der fraglichen Nacht nicht bei ihm im Hause waren. Habe ich Ihre Aussage korrekt wiedergegeben? Ja. Was sagen Sie dazu, Herr Köster? Herr Bernhard. Ist das hart zugegangen bei Ihren Nachforschungen? Ja? Guten Tag, Herr Bernhard. Ich möchte Sie über den Stand unserer Ermittlungen unterrichten. Ja, bitte. Ja, der Herr Wondrich hat bestätigt, dass Sie auf seinem Gelände waren. Er bestreitet allerdings, Ihnen über Schenk und Lose irgendetwas anders gesagt zu haben, als dass er in der Tat nach mit den beiden Karten gespielt hat. Ich verstehe. Außerdem hat er gegen Sie Anzeige erstattet. Wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung.
Als Zeugen für die Tätlichkeiten, die Sie begangen haben sollen, nennt er die Herren Schenk und Lohse. Ja, was wollen Sie denn unternehmen? Ihre Aussage steht gegen die Aussage von Herrn Wondel. Kein Richter wird unter diesen Umständen Haftbefehl ausstellen. Und ich kann ja nicht das tun, was Sie getan haben, einen Zeugen mit Gewalt zur Gegenaussage zwingen. Ja, haben sich diese Typen mal angesehen? Ja, ja. Na, wie gefallen Sie ihnen? Herr Bernhard, ob mir jemand gefällt oder nicht, das kann bei meinen Ermittlungen keine Rolle spielen. Ich weiß, wie Ihnen zumute ist. Ich verstehe Sie vollkommen. Was haben Sie vor? Na, ich muss weiter nach Beweisen suchen. Und Sie sind sicher, dass Sie noch welche finden? Ach, Herr Bernhard, Sie würden mir meine Arbeit sehr erleichtern, wenn Sie etwas Vertrauen zu mir hätten. Wenn Sie keine Beweise mehr finden, dann werden diese Schweine auf freiem Fuß bleiben. Hören Sie, Herr Bernhard. Na, bitte gehen Sie. Tut mir leid. Ich hab hier bloß. Kann Ihnen irgendwie behilflich sein? Schönen Dank. Ich habe mir nur ein persönliches Andenken von meinem Vater geholt. Haben Sie Nachtdienst? Ja, bis 11 Uhr. Ja. Gute Nacht. Wiedersehen. Wiedersehen. Wondrich hat, nachdem er in Konkurs gegangen ist, ein Stück Wald verkauft, was auf seinem Gelände war, für 27.000 Mark. Mhm. Und die alte Segeljacht mit Renovierungskosten, Reparaturkosten, Ersatzteil und so weiter kommt auf 24.000 Mark. Ist Ihre Zahngeschichte besser? Nein, wieso? Ja, weil es Ihnen so gut schmeckt. Schmeckt mir überhaupt nicht, aber ich kann auch wegen so ein paar Plomben nicht verhungern. Ich werde nachher ein paar Leute zu der Werft schicken. Die nochmal das Gelände durchsuchen, aber Zentimeter für Zentimeter. Sagen. Hoffen Sie denn noch was zu finden oder wollen Sie ihn nur beunruhigen? Naja, vielleicht sollte man den Wondrich noch mal fragen, ob er wirklich in der Tatnacht mit den beiden Karten gespielt hat. Aber das haben Sie ihn doch schon gefragt. Vielleicht nicht energisch genug. Vorsicht, Köster! Ja, ja. Freund Bernhard? Halt doch mal! Herr Bernhard! Sind Sie verrückt geworden? Lassen Sie die Waffe fallen!
Bleiben Sie stehen! Lassen Sie die Waffe fallen! Sie haben viermal geschossen. Auf wen? Nur so. In die Luft. Ach, um in die Luft zu schießen, sind Sie 40 Kilometer zu der Werft gefahren. Ja, Sie können nicht beweisen, dass es anders war. Ich habe mich abreagiert, das ist alles. Woher haben Sie die Waffe? Sie gehörte meinem Vater. Haben Sie einen Waffenschein? Nein, aber mein Vater hatte einen, wegen der Tankstelle. Nach unseren Ermittlungen hat Ihr Vater das Geld freiwillig herausgegeben. Er hat überhaupt keinen Widerstand geleistet. So, und warum ist er dann trotzdem erschossen worden? Und warum wurde meine Frau... Das wissen wir nicht, Herr Bernhard. Wir haben nur Vermutungen. Die helfen mir nicht. Ja, Ihnen würde nur helfen, wenn die, die Sie für den Mörder hielten, tot vor Ihnen lägen. Aber Sie irren sich. Wenn Sie Ihre Rache gehabt hätten, dann wären Sie verzweifelter als jetzt. Dann müssten Sie nicht an zwei Ermordete denken, sondern an vier. Und damit würden Sie schwer werden. Sie sitzen da an Ihrem Schreibtisch. Für Sie ist jeder Mord ein Aktenvorgang und jeder Tote eine Nummer. Aber wir hatten nur das eine Kind und das war mehr für uns. Ich verstehe Ihren Hass und Ihren Wunsch zu töten. Wahrscheinlich würde ich an Ihrer Stelle genauso hassen. Aber wenn ich jemals in diese Lage komme, dann möchte ich, dass jemand auf mich aufpasst, Herr Bernhard. Verstehen Sie das? Ich kann Sie nicht festnehmen, denn die beiden jungen Leute, die gegen Sie aussagen können, sind noch nicht zurück. Aber ich werde auf Sie aufpassen. Darauf können Sie sich verlassen, Herr Bernhard. Was machst du denn da? Ich hau ab! Bist du verrückt? Das Geld wieder zurück! Ist mein Anteil! Schwachkopf, du! Kommst du? Ich weiß nicht. Ich will mich umlegen lassen, hä? Der ist doch verrückt, Mensch. Der kommt doch wieder. Der tritt doch durch. Wenn du jetzt abhaust, dann wissen die Bullen Bescheid. Denn abhauen tut nur der, der Schiss in der Hose hat. Hab ich auch! Die haben nichts in der Hand gegen uns. Wann begreifst du das endlich? Du weißt immer alles so genau. Du hast doch genau gewusst, dass es ein Kinderspiel ist, das Geld zu besorgen. Jetzt dreh du nicht durch. Wo ist die Pistole? Im See. Oder wolltest du sie der Polizei zum Geschenk machen? Ich hau ab! Ich gehe nach Italien. Oder Spanien. Ich hab die Schnauze voll. Was meinst du, wie lange du mit den Verlappen auskommst? In 4 Wochen bist du am Ende. Dann stelle ich mich eben der Polizei. Das wäre sowieso das Beste. Sag mal, bist du noch zu retten? Ich kann nicht mehr! Ich mach jede Nacht auf. Ich träum von ihr. Früher hast du auch von ihr geträumt. Mein Gott, du hast genau gewusst, dass ich... Das ist schon gut. Sei ganz ruhig, ich helfe dir, hier wegzukommen. Bring mich zum Bahnhof. Okay, wir nehmen den kürzesten Weg. Steck dir noch ein paar Scheine ein.
Was ist das? Die Brille von dem Kerl. Hast du sie die ganze Zeit bei dir gehabt? Ich hab sie eingesteckt vorgestern. Idiot, gib her. Jetzt steckst du sie ein. Ist das besser? Viel besser. Pass auf, die werden hinter uns herfahren. Wir sind die Verdächtigen. Die Verbrecher. Achte doch nicht drauf. Das ist eine Polizeiaktion, um zwei Strolche zu schützen. Ist doch jetzt egal. Ja, aber ohne mich. Ich will aussteigen. Ich lasse mir keine Aufpasser anhängen. Ich will raus. Thea! Ich kann nicht mehr. Doch mal. Kennen Sie die Brille? Ja, die gehört mir. Warum?
Wo waren Sie heute Vormittag, nachdem Sie unseren Wagen abgehängt haben? Soll das ein Verhör sein? Ja. Aus dem Friedhof. Haben Sie Zeugen, die das bestätigen? Was fällt Ihnen eigentlich ein? Was erlauben Sie? Haben Sie Zeugen? Nein. Diese Brille wurde heute Nachmittag im Wald zwischen Münzing und Wolfratshausen gefunden. Sie lag bei der Leiche von Michael Lohse. Der ist erwürgt worden. Und der andere? Lebt er? Na, hoffentlich. Sie haben es ja schon mal versucht mit den beiden, nicht wahr? Wieso? Ich habe die Brille verloren, als ich auf dem Dachboden im Werftgelände war. Kann das jemand bestätigen? Haben Sie das jemand erzählt? Meine Frau? Ich weiß nicht. Nein. Tja. Herr Bernhard, ich muss Sie leider festnehmen. Sie brauchen einen Erfolg. Weil Sie sich bisher als entschlusslos und unfähig erwiesen haben. Ja, das kenne ich schon. Packen Sie ein paar Sachen rein, die Sie brauchen. Zahnbürste und Schlafanzug. Wenn Sie es wissen. Darf ich meine Frau anrufen? Die ist bei ihrer Schwester. Ja, bitte. Hallo? Bernhard! Bernhard, machen Sie doch keinen Blödsinn, Mensch! Da ist im Keller eingeschlossen, da tut sich was an. Ich schieße die Tür auf. Moment, Herr Köster. Was ist denn? Halten Sie sich. Ja, Herr Köster? Wir haben zwei Spürhunde eingesetzt. Sie haben am Fundort der Leiche Witterungen aufgenommen. Der eine Hund lief über Buchsee und Weipertshausen zum Werftgelände. Der zweite über Münsing und Ried, ebenfalls zur Werft. Noch andere Spuren? Nein. Das heißt also, Lohse muss von der Werft gekommen sein, ebenso sein Mörder. Und der muss auch wieder zur Werft zurückgegangen sein. Also schaltet Bernhard als Täter aus. Sollen wir die Fahne nach Bernhard abblasen? Nein. Weiterlaufen lassen. Wir fahren zur Werft. Ende. Danke. Kann ich einen Wagen haben? Für wie lange? Zwei Stunden. Ja, ich telefoniere gleich mal. Da ist jemand in der Geräteausgabe? Ich glaube, ja. Ich komme sofort zurück. Bitte, Bernhard. Tag. Was für ein Ding? Woher wissen Sie das? Ja, danke. Ende. Der Bernhard war in seiner Firma und hat sich einen Wagen geliehen und ein Bolzenschussgerät. Weißt du, was das bedeutet? Was will er denn mit dem Bolzenschussgerät? Na, sicher keine Löcher in die Wand schlagen. Beweisen. Sie wollten mit den beiden ins Geschäft kommen. Die Segeljacht. Aufgepäppeltes Boot, das bringt doch nichts. Noch ein paar tausend Mark und die Welt sieht wieder anders aus. Aber Lohse ist tot. Und Schenk steht vor seiner Verhaftung. Das Geschäft ist geplatzt. Sie werden keine Mark mehr sehen, Herr Wondrich. Drei Menschen sind ermordet worden. Und Sie hängen mit drin. Als Mitwisser und Nutznießer. Wird Zeit, die Wahrheit zu sagen, Herr Wondrich. Sie
Sie haben sich strafbar gemacht. Aber wie hoch Ihre Strafe sein wird, das hängt jetzt von Ihnen ab, Herr Wondrich. Also? Er sollte so ein schönes Schiff werden. Ich habe nämlich früher gute Boote gebaut. Fragen Sie mal um. Aber dann seit Jahren keinen Auftrag. Nach der Pleite. Ich dachte, es wäre ein neuer Anfang. Ja, Pustekuchen. Natürlich haben die beiden die Schweinerei an der Tankstelle gemacht. Der Teufel soll sie holen. Der Wagen von der Baufirma ist in der Tegernseer Gegend gesehen worden. Der Beschreibung nach saß Bernhard auf dem hinteren Sitz. Und der Fahrer, das ist nämlich ein Ding, der Fahrer ist vermutlich Schenk. Was? Fahndung einleiten, Hubschrauber bestellen. Aus. Das Mädchen war's, dieser Andrea. Was? Nein, ich meine, die hat uns auf die Idee gebracht. Wir haben sie kennengelernt beim Baden schon im letzten Jahr. Ja und? Ja, und jetzt haben wir sie angesprochen und dann hat sie uns erzählt von ihrem Großvater und dass er eine Tankstelle hat und dass er ihren Wagen zum Abitur schenkt. Ja, ja, ja und? Und es war nicht schwer rauszukriegen, dass er nachts darauf Geld zu Hause hat. Wir haben uns das ein paar Mal angeschaut und dann sind wir hingefahren. Und der Großvater hat aufgemacht und dann... Hey, um! Ja! Das ist unheimlich! Ja, aber ich kann noch jetzt... Weiter! Wir hatten schon das Geld und wollten abhauen. Ja. Und da rief sie plötzlich unseren Namen. Und? Michael hatte eine Tätowierung am Unterarm. Die hatte sie beim Baden gesehen und, und irgendwie muss ihm der Ärmel hochgerutscht sein. Die hätte uns doch verpfiffen. Und wenn sie es nicht getan hätte, hätte es der Großvater getan. Und da mussten wir doch schießen. Ja. Und da mussten wir auch den Großvater... Ja. Durchfahren. Nein! Ich mach das. Steigen Sie aus. Beide. Du rührst dich nicht. Herr Bernhard, Sie verhindern eine Festnahme. Hauen Sie ab! Hauen Sie ab! Herr Bernhard, Sie können doch hier nicht den Richter spielen. Schenk wird verurteilt werden. Und nach 20 Jahren wird er begnadigt. Und bei guter Führung nach 12. Aber Sie können doch nichts ungeschehen machen. Machen Sie sich doch nicht unglücklich. Ich kann nicht vergessen. Ich will auch nicht. Ja! Mann, fest!